24 Fragen, 24 Tage. Meine Frage, ihr nutzt ja verschiedene Trinkflaschen. Mal magnetisch, mal ohne. Warum ja, ist das so? Ich habe hier mal so eine magnetische Trinkflasche von Fitlock mitgebracht, die es jetzt übrigens auch in 800 Milliliter gibt. Seitdem gibt es kaum noch Argumente dagegen, muss man sagen. Also das Schöne ist ja, Flasche seitlich rausnehmen und reinmachen. Das ist auch für Anfänger schön, die vielleicht irgendwie so ein bisschen beim Fummeln sind. Wenn ich jetzt eine Packtasche am Fahrrad habe, komme ich seitlich vorbei. Das sind so die Vorteile. Aber denn in manchen Situationen ist dann doch eine herkömmliche Flasche auch wieder besser, oder? Ich benutze auch beide Systeme. Das an dem Magnetsystem ist, habe ich die Flasche mal nicht am Rad. Und beim Rennrad ist das bei mir so, da brauche ich oft nur eine Flasche. Der zweite Flaschenhalter sind halt nur diese beiden Magnete. Der steht da nicht im Wind. Das finde ich an den Flaschen super. Gehe ich auf Bikepacking-Tour, ihr könnt das mal ein paar Videos von uns sehen, so durch Dänemark und so, da habe ich in der Regel normale Flaschen am Rad, denn ja, habe ich die passende Flasche zu Hause vergessen, die kriege ich nirgendwo nachgekauft und die normalen Flaschen kriege ich letztendlich in jedem Fahrradgeschäft unterwegs und kann auch mal eine ganz normale Flasche aus dem Supermarkt reinmachen. Also beide Systeme dafür und dagegen. Ich habe das auch tatsächlich schon im Urlaub geschafft. Losgeflogen, Flasche lag zu Hause, musste ich mir komplett neuen Flaschenhalter kaufen. Mhm, danke. So, was habt ihr mir denn heute mitgebracht? Eine wunderbare Lichterkette. Danke, super. Die total langweilig ist hier. Ich habe eine mit Rentierdesign. Dankeschön. Bis morgen. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree.